Ich habe nicht ein einziges Mal einen Politiker aus Ihren Reihen gehört, der ernsthaft ein Nachdenken über die Entwicklung eingefordert hat, die unser Land nimmt. Meine Damen und Herren, gehen Sie ins Land hinaus und schauen Sie sich um. Deutschland ist tief gespalten. Zum einen geografisch, die Kluft zwischen Ost und West wächst weiter. Zum anderen sozial, die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. Mit Ihrer Politik haben Sie die Axt an die Meinungsfreiheit und damit an die Lebensader der Demokratie gesetzt. Inzwischen fürchten 60% der Deutschen, sich in der Öffentlichkeit nicht mehr zu allen Themen frei äußern zu können. Ihre Politik, meine Damen und Herren, hat ein Klima der Angst geschaffen. Und jetzt kommen wir als AfD und halten Ihnen den Spiegel vor. Was Sie sehen, ist hässlich. Das will ich Ihnen gerne glauben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Rat wäre, in dieser Debatte auf allen Seiten des Hauses dem Ernst der Lage entsprechend sich zu verhalten. Alice Weidel, 16. Mai 2018 hier im Bundestag. Burkas, Kopftuchmädchen, alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtste werden unserem Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstand nicht sichern. Ich frage Sie, ist das kein Rassismus? Alexander Gauland am 2. Juni 2016. Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in unserer über tausendjährigen Geschichte. Ich frage Sie, ist das keine Relativierung des Rassenwahns des letzten Jahrhunderts? Und Herr Gauland oder Herr Weidel, Sie haben Herrn Hartwig hier vorgeschickt. Sie hätten an dieses Pult treten müssen und hätten eine Rede halten müssen und sich entschuldigen müssen. Noch heute geht einigen das Wort Rechtsterrorismus nicht über die Lippen, ohne Linke im selben Atemzug zu erwähnen. Und es war eben auch hier eine Peinlichkeit, Herr Hartwig. Dieses unsägliche, geschichtsvergessene Geschwätz von den Rändern, die Gleichsetzung von rechts und links ist angesichts unserer Geschichte nach NSU, nach dem Mordanschlag an Henriette Reker, den Morden im Münchner Einkaufszentrum, nach dem Mord an Walter Lübcke, nach Halle und Hanau, eine Relativierung von Faschismus und der Gefahr, die von Nazis in unserem Land ausgeht, meine Damen und Herren. In diesem Sinne danke, Herr Brinkhaus, danke, Herr Schäuble, ausdrücklich eine andere Akzentsetzung gewesen. Offensichtlich keine politische Agenda. Die psychotische Verfasstheit lässt sich nicht vom konkreten Tatverhalten abtragen, um darunter ein wahnfreies, rein politisches Motiv zu entdecken. Was hat ihn zu seiner Wahnsinnstat getrieben? Er sagt, nach einem miterlegten Banküberfall wurden ihm zu 90% ausländische Verdächtigenprofile vorgelegt. Das wird Schlüsselerlebnis. Deshalb ganze Völker auslöschen zu wollen. Er nennt über 20 Länder. Diese krankhafte Übersteigerung, das ist gerade das Wahnhafte. Der geistig gesunde Mensch reagiert auf Missstände, indem er die AfD wählt. Und ich will Ihnen jetzt mal deutlich machen, nur an einem einzigen Beispiel, weil ich muss mir von dieser Bank aus unglaublich viele Zwischenrufe da anhören. Aber ich will Ihnen das allen mal an einem Beispiel deutlich machen. Unser Kollege, der Staatsminister Michael Roth, wurde Ende letzten Jahres bedroht. Und hieraus, aus diesem Drohbrief, wurde hier im Plenum vorgelesen. Und da stand, und dann werden wir dir deine Wampe aufschneiden. Das ist gegenüber Michael Roth erklärt worden. Und es wurde hier im Plenum vorgelesen. Und wissen Sie, was dann für Zwischenrufe aus der AfD kamen? Gerechter Zorn. Das war der Zwischenruf aus Ihrer Fraktion. Sie können es nachlesen, und das ist einfach nur widerlich. Da soll jemand die Wampe aufgeschnitten werden, und Sie empfinden das als gerechter Zorn. Sie sollten sich schämen, und Sie sollten mal Ihrer Verantwortung nachkommen und dafür sorgen, dass in Ihrer Fraktion solche Zwischenrufe unterbleiben. Und deshalb ist es doch abenteuerlich, wenn Herr Dr. Curio hier verbreitet, weil es sich um einen
geisteskranken, einen geistig verwirrten Täter gehandelt habe. Deswegen sei diese Tat nicht dem Extremismus zuzuordnen. Nein, wenn man das Manifest des Täters von Hanau liest, seine Auslöschungsfantasien, ja, was soll denn noch rassistisch sein, rechtsextremistisch, wenn nicht dieser Täter? Die Bürger erwarten zu Recht, dass wir über die Abschaffung der Bonpflicht reden. Der SPD ist das Thema besonders peinlich, weil die Partei im Besitz einer Firma ist, die maßgeblich von der Bonpflicht profitiert. Die Einnahmen will sich die SPD nicht nehmen lassen. Anderenfalls müsste die Partei ja wie im Jahr 2018 eine Erhöhung der Parteienfinanzierung hier im Bundestag durchboxen, damit sie nicht in finanzielle Verlegenheit kommt. Nein? Also, wir reden heute über die Blockchain und nicht über die Bonpflicht, Herr Große-Brömer. Ja, Herr Kollege, darauf muss ich Sie, auch bitten. Aber sonst muss ich Sie zur Sache verweisen. Sie kommen vom Regen in die Traufe. Das Thema Blockchain ist genauso peinlich wie das andere Thema. Diese Kanzlerin und diese Regierung haben das digitale Zeitalter völlig verschlafen. Das ist jetzt Ihr Bingo, Herr Große-Brömer. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Frau Merkel wegen ihres undemokratischen Machtmissbrauchs bei den Wahlen in Thüringen zurücktreten muss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das haben übrigens Sie gesagt, Herr Große-Brömer. Wir haben es gehört, ja, die Nutzung der Blockchain-Technologie für staatliches Bauen, für staatliches Planen, das ist durchaus ein sinnvolles Anliegen. Aber man muss doch sagen, es ist jetzt nicht unbedingt sehr inspiriert von der FDP, so ein Detailthema jetzt als Hauptthema in der Kerndebattenzeit zu machen. Das zeigt auch so ein bisschen, inhaltlich sind Sie, glaube ich, noch nicht ganz auf der Höhe der Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst finde ich ja ganz spannend, Sie reden etwas juristisch untechnisch von Planungsbeschleunigung, Transparenz bei Großprojekten. Und da fragt sich der geneigte Baurechtler, ja, was ist denn eigentlich ein Großprojekt? Da würde ich sagen, gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Ich würde sagen, für die FDP sind Großprojekte meistens zu groß. So haben Sie sich ja zum Beispiel mit dem Großprojekt mal konkret zu regieren ja nicht so gut geschlagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen würde ich sagen, wenn Sie von Großprojekten reden, dann meinen Sie wohl Projekte, die planfestgestellt werden müssen. Ich meine ernsthaft, welches kommunale Wohnungsbauunternehmen findet im Augenblick ein Hochbauunternehmen, das mit BIM den sozialen Wohnungsbau hochzieht? Viel zu wenige. Sie verengen sozusagen das Angebot noch künstlich, treiben damit die Kosten des sozialen Wohnungsbaus hoch. Das ist doch absurd. Wenn Sie wirklich was für den sozialen Wohnungsbau machen wollen als FDP, dann müssen Sie bereit sein, mehr Geld in den sozialen Wohnungsbau zu geben, damit auch wirklich sozial gebaut wird. Und vielleicht auch noch mal zu diesem Antrag BIM der FDP. Kollege Kühn, achten Sie bitte auf die Zeit und setzen einen Punkt. Ich achte auf die Zeit. Es sind drei Punkte. Wenn Sie davon einen wegstreichen, können Sie gerade noch eine Twitter-Botschaft rausmachen. Ich glaube, Sie müssen ein bisschen mehr nacharbeiten. Danke. Nachdem die digitale Allzweckwaffe Philipp Amthor hier eben schon dieselbe Legende versucht hat zu verbreiten, dass es an uns gelegen hätte, wir würden hier über das Thema reden, und Sie jetzt erneut behaupten, es wäre unsere Idee gewesen, dieses Thema zur Kernzeit aufzusetzen, würden Sie vielleicht zur Kenntnis nehmen, dass es uns daran gelegen gewesen wäre, über die Abschaffung der Bonpflicht zur Entlastung der Wirtschaft in Deutschland zu reden, die Entlastung von Bäckern, Floristen, Kioskbetreibern in Deutschland. Das war unser Beitrag zu dieser Debatte. Die CDU, CSU hat das gemeinsam mit der SPD abgesetzt. Ist das auch Ihr Kenntnisstand? Nein, das ist nicht mein Kenntnisstand. Und mir ging es auch nicht um die Frage der Geschäftsordnungsdebatte, sondern es geht darum, dass Sie so kurzfristig Anträge stellen. Denn dass der Antrag gestern noch gar keine Bundestagsdrucksachennummer hat, ja nichts mit der Geschäftsordnung zu tun, sondern dessen, dass dieser Antrag so kurzfristig von Ihnen kam. Und nur darüber habe ich geredet. Und das war bei der letzte Sitzungswoche beim Thema Status Feststellung ganz genauso. Den Antrag haben wir erst Mittwochabend bekommen und Donnerstag sollten wir diskutieren. Und bei diesem ging es auch darum, es war doch Ihr Antrag, dass das diskutiert. Es hat ja nicht die Regierungsmehrheit beschlossen, dass wir einen Antrag von Ihnen diskutieren. Es ist von Ihnen so kurzfristig eingereicht worden. Auch in der letzten Woche haben Sie mich dann genau. Lieber Herr Kleinwächter, es gab früher mal, die Älteren werden sich daran erinnern, eine Werbung mit einem HB-Männchen. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann fühle ich mich unweigerlich daran erinnert. Wenn wir hier
über Spaltungen reden. Sie werfen hier der Kommission bzw. auch Frau von der Leyen Spaltungen vor. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn einer Europa spaltet, dann sind es die rechtspopulistischen Parteien, die ganze Bevölkerung, Länder, Gruppierungen gegeneinander und gegenseitig ausspielen. Sie setzen auf Hetze, sie setzen darauf, dass genau das, was Europa vorangebracht hat, nämlich auch die Friedenssicherung, verspielt wird mit ihrer Rhetorik. Und da können Sie nur mit unserem allerentschiedensten Widerstand rechnen. Sie haben eben gerade berichtet, dass Sie vor einem Monat auf Lesbos waren und Sie haben von den unerträglichen Zuständen auf der griechischen Insel in den Flüchtlingslagern, die, und ich war vor einem Monat in Samos, was 12-fach überbelegt ist, analog wahrscheinlich unerträglich sind. Ich gebe Ihnen komplett recht. Sie haben allerdings in dem Fall eine Forderung gestellt, es müsse von der EU mehr Geld bereitgestellt werden. Ich will Sie nur darauf hinweisen, das passiert. Ich weiß nicht, ob Sie den Fonds AMIF kennen. Asyl, Migration, Hilfen von der EU. Da bekommt Griechenland jährlich und allein von diesem Fonds 800 Millionen Euro. Und das ist in dem Fall der Punkt, diese Gelder werden dort kommen, denn den Lagern nicht an. Da gibt es übrigens, ich will Sie nur darauf hinweisen, einen sehr guten Bericht, in dem Falle von einer grünen Abgeordneten, die will ich nur ganz kurz loben, von Frau de Sutter im Europarat, die klar darauf hingewiesen hat, dass hier die Gelder nicht zielgerichtet ankommen und nicht verwendet werden. Und die Frau de Sutter hat, das war vor gut einem Jahr, schon alles klar angesprochen, dass der Antifraud Behörde in Brüssel hier eingeschaltet werden muss. Ich kann Ihnen nur mal helfen, als soll es, erkundigen Sie sich dort mal, was das Ergebnis gewesen ist. Wir haben es hier mit einem griechischen Problem zu tun und dann nutzt es überhaupt nichts, wenn noch mal zusätzlich Geld reinkommt. Dass der Missstand behoben werden muss, ist völlig außer Frage. Da gebe ich Ihnen komplett recht. Das geht nicht, das muss geändert werden. Allerdings bitte erkundigen Sie sich, bevor Sie Pauschalaussagen tätigen, was da wirklich Sachverhalt ist. Das macht so keinen Sinn, was Sie gesagt haben. Vielen Dank. Sie haben die Möglichkeit zur Erwiderung. Lieber Kollege Hebner, ich begrüße das sehr, wenn Abgeordnete dieses Hauses sich auf den Weg machen und sich ein Bild vor Ort machen. Vielleicht sollten Sie das nächste Mal die ganze Fraktion oder gleich die ganze Partei mal mitnehmen an die griechisch-türkische Landgrenze, auf die Ägäischen Inseln, damit Ihnen mal klar wird, was das Thema Flüchtlingspolitik für eine Auswirkung hat auf die Situation in Deutschland und wie auch unser eigener Anspruch an unsere Rechtsgemeinschaft als Europäische Union, an unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung auf die Probe gestellt wird durch das, was da an der griechisch-türkischen Grenze passiert. Das ist meine erste Bemerkung. Zweitens ist es doch so, dass, wenn ich mich richtig erinnere, die AfD-Fraktion in jeder Hinsicht gegen finanzielle Unterstützung sind, die dazu beitragen sollen, dass es keine zukünftigen Migrationsstürme und Eskalationen auf die Bundesrepublik Deutschland gibt. Ich bin in der Türkei gewesen vor zwei Jahren, habe mir dort ein mit europäischen Steuergeldern finanziertes Krankenhaus angeschaut, das dazu beiträgt, dass 3 Millionen syrische Flüchtlinge in der Türkei bleiben. Und ich will Ihnen was sagen, das ist auch genau richtig, denn es ist besser, wenn die syrischen Flüchtlinge in der Türkei bleiben, dort versorgt werden und sich nicht auf den gefährlichen Weg nach Europa machen. Es gibt aber in diesem Haus leider Protagonisten, die das unbedingt wollen, dass die sich auf den Weg machen. Und das ist ihre Fraktion, weil sie davon leben, weil sie das brauchen, weil ungeregelte Migration das ist, was sie sich am sehnlichsten wünschen. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass eine finanzielle Unterstützung auch im Rahmen eines aktualisierten EU-Türkei-Deals richtig ist, um die syrischen Flüchtlinge dort zu versorgen, wo eine heimatnahe Versorgung in Sicherheit möglich ist. Und natürlich ist es richtig, dass das Ganze stattfindet. Und ich will Ihnen auch noch abschließend sagen, mir ist auf Lesbos klar geworden, dass das, was da derzeit passiert, einfach nicht ausreicht. Das kommt nicht hinreichend an. Ja, es gibt Abstimmungsschwierigkeiten zwischen der griechischen Zentralregierung und der Lokalregierung. Wir haben mit beiden gesprochen, aber es reicht nicht aus. Es ist Zeit zu handeln. Und Ihre Feigenblattreise, die ändert daran gar nichts. Seit 6 Monaten, nachdem die Bundesregierung angekündigt hat, den Deckel für die Solarenergie aufzuheben, seit 6 Monaten blockiert die Unionsfraktion die Aufhebung des Solardeckels und das mit der Begründung, dass sie mit Abstandsregelungen die Windkraft endgültig kaputt machen wollen. Das ist unverantwortlich. Beenden Sie Ihre Blockadepolitik von Seiten der Union. Was mich, sehr geehrter Kollege Hofreiter, erschüttert, ist das, wie Sie hier wieder, aber insgesamt das gesamte Spektrum hier, wie Sie mit den Anwohnern in den Windeigentumsgebieten umgehen. Das erschüttert mich aufs Tiefste. Sie fordern im Antrag,
Sie fordern in Ihrem Antrag, ich zitiere, auf Pauschalabstände zu verzichten und stattdessen bestehende Abstandsregelungen als sinnvollen Maßstab zu verwenden. Sie ziehen da die BIMSCH heran. Die BIMSCH macht im Durchschnitt 600 Meter. Sind Sie wirklich der Meinung, dass 600 Meter bei einer Anlagengröße von 250 Metern und es sind Dutzende Anlagen in einem Windpark um die Wohngebäude. Sind Sie der Meinung, dass das die ausreichende Größe ist? Ja oder nein? Dann stellen Sie sich hier hin und sagen das die Menschen. Wer den Kohleausstieg nicht will, muss die Erneuerbaren noch viel mehr wollen. Denn Kohle und Erneuerbare stehen im Verhältnis zueinander. Bauen wir weniger Erneuerbare aus, müssen wir aus der Kohle früher raus. Das ist die logische Konsequenz, die sich aus dem CO2-Preis ergibt. Es gibt also keinen Grund gegen die, ja, dass Sie nur eingeschränkt dem zustimmen können bzw. das nachvollziehen können, kann ich nachvollziehen. Es gibt also keinen Grund gegen die Entwicklung von Wind- und Solarenergie zu kämpfen. Das EEG ist und bleibt ein Erfolgsgesetz. Lassen Sie uns endlich gemeinsam die Weichen in der Koalition stellen, dass es das auch bleibt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wirtschaftsministerium sprach schon 2017 davon, dass die Erneuerbaren erwachsen geworden sind. Und wenn wir jetzt aber davon sprechen, die Streichung des PV-Deckels zu beschließen, ohne dass es einen klaren Ausstiegspfad aus der EEG-Förderung gibt, ja, dann haben wir aber hier im Moment die Geschichte der stolzen Mutter, die überall rumerzählt, wie selbstständig und erwachsen doch der Sohn ist im Studium und der will nach dem 10. Semester ausziehen und will seine eigene Bude bekommen und dann sagt er, bleib doch mal lieber hier. Ja, wir waschen deine Wäsche doch sowieso mit und Essen haben wir ja hier eben auch genug. Deutschland ist nach wie vor Vorreiter beim Ausbau der erneuerbaren Energien und das wird dadurch belegt, dass 46%, dass die Sozialisten des Mordes immer noch nicht überdrüssig sind, konnten wir am letzten Wochenende erleben, als eine Revolutionärin im Nebensatz erwähnte, dass im Zuge einer Revolution die 1% Reichen in Deutschland erschießen würde. Dem Parteichef auf der Bühne war die offensichtliche Offenlegung ihrer Planung dann doch nicht geheuer und er meinte, man würde sie dann doch eher einer nützlichen Arbeit zuführen, was nichts anderes bedeutet als die Konzentration in Arbeitslagern. Unter dem Eindruck dieser neuerlichen, ans Tageslicht gekommenen Gewaltfantasien der Sozialisten ist der Satz von Frau Esken ein Schlag ins Gesicht aller vergangenen und zukünftigen Opfer der Neostalinisten. Zitat: Wer Sozialismus negativ verwendet, hat halt einfach keine Ahnung. Dazu kann ich nur sagen, Frau Esken, wer Sozialismus positiv bewertet, der hat ihn nie wirklich erlebt und äußert sich im höchsten Maße geschichtsrevisionistisch. Und dass die CDU-Genossen, kommen Sie bitte zur Sache, wir reden und dass die CDU-Genossen, ich komme gleich zur Sache nochmal, und dass die CDU-Genossen in Thüringen von den Liberalen, die Liberalen muss ich gar nicht erst erwähnen, nach diesen Ankündigungen der SED einen Kommunisten zum Ministerpräsidenten zu ließen, zeugt entweder von grenzenlosem Opportunismus oder absoluter Geschichtsvergessenheit. Weil Sie von der GroKo nämlich sich nun weiter über unnötige und schädliche Sperrzonen für Windenergie streiten, lassen Sie konsequenterweise gleichzeitig auch noch die Solarbranche hängen. Diese Dialektik, das versteht wirklich nur, wer auch noch in 15 Jahren ohne Ende Kohlestrom produzieren will. Kommen Sie endlich mal im 21. Jahrhundert an, Herr Köppen. Und die Menschen sind es echt leid, dass einige wenige Energiewende-Saboteure aus der Unionsfraktion den weiteren Ausbau der Solarenergie blockieren. Ihr Klimapaket vom September, das basierte auf Ihrer Behauptung, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2030 vorangeht. Das alles fällt nun wie ein Kartenhaus zusammen. Und die Menschen lassen sich nichts mehr vormachen. In Ihren Sonntagsreden glaubt Ihnen doch kein Mensch mehr, Sie seien für die erneuerbaren Energien. Also übernehmen Sie endlich Verantwortung. Herr Kollege Turmeck, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.